Hallo, ich bin Christoph von Power2Max. Wir sind hier in unserem Werk in Waldhufen in der Lausitz, wo wir unser Power2Max Powermeter entwickeln und produzieren. Eine oft gestellte Frage an unser Support-Team ist: Ich habe eine Shimano-Kobel. Welche Powermeter-Lösung könnt ihr mir empfehlen? Diese Frage wollen wir euch heute einfach beantworten. Unsere Empfehlung für Radfahrer mit einer Shimano, Dura Ace, Ultegra oder 105 Kurbel ist der Powermeter für Rotor Alto 24 mit der entsprechenden Kurbel. Bei den Shimano Rennradkurbeln ist der rechte Kurbelarm nicht modular. Das bedeutet, dass sich der Spider nicht vom Kurbelarm trennen lässt, da diese aus einem Stück gefertigt sind. Unsere Spider-basierten Powermeter ersetzen allerdings den Original-Spider durch einen Powermeter. Das ist bei Shimano Rennradkurbeln nicht möglich. Unser Alternativvorschlag ist, einen Powermeter mit einer neuen Rotorkurbel zu verwenden. Die 24 mm Achse der Rotorkurbel ist für das Shimano Innenlager entwickelt und passt perfekt. Sie muss also einfach nur ausgetauscht werden. Unsere 110 4S Version ermöglicht dir außerdem, deine Shimano Kettenblätter weiter zu nutzen und gewährleistet so den optimalen Schaltkomfort. Das 110 4S steht für den Lochkreis der Shimano Kettenblätter. Der Lochkreisdurchmesser ist 110 mm und hat 4 Löcher für die Montage am Spider. Solltest du Fragen haben, dann kannst du dich gerne an unser Support-Team wenden. Unsere Kontaktdaten findest du auf www.power2max.com.